Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich habe es mir heute gemütlich gemacht, richtig luxuriös, mit den außergewöhnlichen Käsesorten von der Crazy Cheese Company. Und ich mache jetzt erstmal eine Flasche Mini Moët auf und für euch gibt es das Intro. Ja, cheers zusammen. Ich bin total gespannt. Ich muss zugeben, die Crazy Cheese Company habe ich über Facebook entdeckt und da ist ein Typ, der ist einfach aufgefallen mit seiner Werbeaktion und da schauen wir jetzt einfach mal ganz kurz rein. Also, absolut delicious. Schaut einfach mal auf die Webseite und wir schauen jetzt einfach mal zur Crazy Cheese Company, denn ich will wissen, wie kommt man auf so eine Idee, so richtig Crazy Cheese zu machen? Ja, wunderschön präsentiert werden die verschiedenen Käsesorten und man kann sie alle probieren, was ich richtig toll finde. Ich finde das mal ein richtig schöner Käseladen. Das ist einfach Luxus pur und er wird uns nachher auch erzählen, warum, weil es einfach mehr als nur Lebensmittel ist. Es ist ein Lebensgefühl, es ist ein Lifestyle und was ich richtig toll finde, ist der Service vor Ort. Gute Empfehlung, sehr kompetent und freundliche Mitarbeiter und immer ein Lächeln auf der Lippe. Und was ich toll finde ist, wenn mal die Stücke zu groß sind, man kann sie sich einvakuumieren lassen für zu Hause, dann sind sie länger haltbar. Also grüß Gott, meine Lieben, ich stelle euch jetzt mein Crazy Cheese Konzept vor. Wie gesagt, ich sehe mich nicht als Käsehändler, sondern ich sehe mich als Künstler. Und alle meine Käsekreationen werden auch in meinen Stores wie Kunstwerke präsentiert. Also das ist jetzt unser Store in Wien, im Westen von Wien, im Aufhof Center. Und da könnt ihr genau sehen, wie wir unsere Käse präsentieren. Das sind alles eigene Käsekreationen, die ich mir einfallen habe lassen, um die Menschen glücklich zu machen. Dass ich gesagt habe, okay, ich bin hier, wie gesagt, 25 Jahre verkaufe ich Käse. Und 20 Jahre lang haben wir auf Messen verkauft. Und damals hatten wir nur österreichische Sachen verkauft, Bergkäse, Emmentaler, Restkäse. Und mir war es aber dann zu wenig, dass ich dann die Leute nur satt zu machen, ich wollte sie glücklich machen. Und da habe ich genau gewusst, ich muss mir jetzt ganz was Besonderes einfallen lassen. Etwas, was es noch nicht gibt. Ja, die wichtigste Message, die ich an euch habe, ist mein Absolute Delicious. Absolute Delicious bedeutet für mich, das Leben genießen, heute zu genießen, als wäre es der letzte Tag. Also wenn ihr jemanden absolut delicious findet, dann schenkt ihm unsere Crazy Cheese Box. Für alle Menschen, die euch besonders am Herzen sind, absolut delicious. Und was mich total beeindruckt, sind die unzähligen und vielen verschiedenen Käsesorten. Ich habe mir hier tatsächlich die Sticker von der Verpackung mit draufgeklebt, damit ich später auch noch weiß. Ist jetzt nicht ganz so luxuriös. Vielleicht gibt es da von der Crazy Cheese Company demnächst mal eine Lösung, vielleicht so kein Spießchen, wo man dann auch zu Hause sein Käsebrett, Käsebuffet vielleicht benennen kann. Und ich sage, wir starten einfach mal und kosten mal alle gemeinsam die leckeren Käsesorten durch. Dazu darf natürlich eines nicht fehlen, leckeres Brot und natürlich Chutneys. Und da hat natürlich auch die Crazy Cheese Company richtig tolle Dips. Einmal so ein Feigendip und den Ananas-Dip, den man ja unbedingt mit dem Crazy Coccolino probieren soll. Und ich glaube, mit dem starten wir auch gleich mal. Auch sehr schön gelöst ist der Cheesy Cutter. Das bedeutet, ihr habt hier den Käse auf so einem kleinen Brett und dazu gibt es so ein kleines Messer und dann könnt ihr euren Käse zu Hause einfach ganz entspannt runterschneiden und probieren. Wir machen uns mal so ein bisschen einen Dip, diesen Ananas-Dip, also Absolute Delicious ist ja sein Motto. Ich bin sehr gespannt, ob ich das auch so sehe. Ich kann es kaum erwarten. Ne? Und jetzt probieren wir einfach mal. Das ist jetzt der Crazy Coccolino. Er riecht schon sehr stark nach Kokos. Er würde sagen, absolute delicious. Ich würde sagen, einfach Urlaub pur. Die Ananas, die leichte Würze und der ganz milde Käse mit Aroma, der Hammer. Dazu Champagner. An der Stelle schon mal mein Feedback. Phänomenal finde ich ja den Trüffelkäse, auch in Kombination mit dem Feigendip. Sehr, sehr lecker. Was eben auch die Crazy Cheese Company empfiehlt, ist der Coccolino mit dem Ananas-Dip. Oh, das ist traumhaft. Aber ich muss auch sagen, der Chili Cheese mit dem Ananas-Dip ist auch einer meiner Favorites.
Champagner, wisst ihr, von meiner Seite aus geht immer. Die Kombination finde ich schon mal richtig gut, aber für die, die kein Champagner mögen, gibt es richtig exklusives Rosenbier. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.